sind wir endlich wieder bei Stefan Schlürft Milchschaum mit. Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast, wo ich sehr, sehr glücklich bin. Es ist Pega Feridoni. Und wir haben auch Milchkaffee dabei. Wir haben uns hier in eine kleine Ecke am Urbanhafen verdrückt. Genau. Genau, weil hier alles voll ist. Die letzte Ecke. In diesem Sinne. Das ist eigentlich ja wirklich schon eine Rarität, dass du hier bist. Eigentlich da, wo du hingehörst, hier nach Kreuzberg. Wo warst du denn? Ich war jetzt 2 Monate in Thailand. Und davor? Davor war ich auch unterwegs. Und ansonsten habe ich mich ziemlich viel zu Hause versteckt. Das stimmt doch nicht. Im Winter. Und habe so vor mich hingeschrieben. Und auch manchmal hergeschrieben. Vor mich hin und her geschrieben. Ja genau, das ist ja schon teilweise so, dass sie dann einfach nur den Freunden oder so über Facebook mitteilt, ah, Leute, ich bin jetzt ungefähr 12 Minuten zufällig mal in Deutschland wieder, könnt ihr versuchen, einen Termin mit mir zu kriegen. Ja, und dann nur noch an der kambodschanischen Dschungelgrenze. Genau, Dschungelcamp, kennt ihr ja. Ja, das, genau. Genau. Ja, du hast ja viele geile Filme, das Coole ist ja, dass man, ja, jetzt habe ich hier schon wieder, hier hat mich einer hier sabotiert, dass man dich ja irgendwie auch sieht so als, sei es mal als Nymphomanin, nur um eine deiner größten Rollen zu nennen. Ja, das ist ja ganz weit weg von mir. Eben, das auch mal Sachen wirklich mal. Oh Scheiße, ich muss weg. Wir machen das dann kurz aus bei eben. Nee. Aber auch mit Tiefgang, ganz viel. Nymphomanen mit Tiefgang. Nee, nicht die Nymphomanen, dann die anderen Rollen meine ich. Achso, die anderen. Ja, genau. Du hast ja 2 oder so, 3 Rollen hast du. Ja, schon. Aber meistens bin ich nackt. Und in jeder Rolle stimmt. Muss ich heulen. Das ist schon auffällig. Stimmt, ja, das kannst du aber auch. Ja, aber ich weiß gar nicht, worüber eigentlich. Wo holst du es dann her, aus dir selber so? Nee. Oder gehst du das Körperliche mehr daran? Nee. Ich denke immer an den letzten Witz. Ist einfach nur Tierblower, den ich gehört habe. Menthol im Auge. Achso, ja, der war wahrscheinlich von mir. Nein, aber das finde ich echt komisch, weil irgendwie werde ich ja ganz oft so für das Dramatische gebucht, dabei bin ich eigentlich ein lustiges Kerlchen. Ja, das kann ich bestätigen an der Stelle. Ja, ich bin auch ganz oft ganz doll traurig, aber eigentlich bin ich auch ganz oft ganz lustig. Ja, erzähl mal einen Witz. Erzähl mal einen Witz. Komm, jetzt erzähl einen Witz. Treffen sich 2 Jäger, beide sofort tot. Ah, ja, den kann ich, aber der Zuschauer da draußen wahrscheinlich noch nicht, kriegt man noch. Ja. Das ist echt cool, wir genießen das nämlich jetzt hier auch ein bisschen, weil es ist ja auch nicht alle Tage so, dass wir ständig jetzt hier sitzen. Hm? Nee, also man muss auch manchmal die Stille zulassen. Vor allem, wenn man sie seit Jahren nicht gesehen hat. Na, hast du was zu erzählen? Nö, eigentlich nicht. Und Stefan, ja, auch nicht, wie immer. Was hast du die letzten Jahre so getan? Nichts, dies und das. Ja. Nö, ich auch nichts. Also da läuft ab und zu mal was im Fernsehen, aber ich habe auch keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ja, ständig. Oder Kino auch. Ja. Kino auch, ja. Und gibt's Theater. Eigentlich auch, ja, Theater spielt sich auch der Bund. Gibt es eigentlich auch Themen, über die du nicht sprechen möchtest? Integration, ja, genau das zum Beispiel. Oder Intimrasur oder sowas. Auch Intimrasur ist eigentlich. Ist das eigentlich für Frauen, die so dunkle, dicke Haare haben, schwieriger? Ja, aber auch ein sehr uninteressantes Thema. Weiß nicht. Werden wir dann ja sehen, wie die Leute reagieren. Okay, also alle, die jetzt was über Intimrasur bei Dunkelhaarigen hören möchten, heben. Hören jetzt bitte weg. Achso, heben wir? Na gut. Keiner. Dann halt nicht. Ja, dann lass uns. Doch, da hinten allein. Ja, dann lass uns auf was anderes reden. Was, worüber du auch nicht reden möchtest. Worüber ich auch nicht reden möchte, ist auch das ist jetzt echt schwierig. Ja, das stimmt eigentlich. Was gibt es? Welche Frage hat sich Ihnen eigentlich noch nie gestellt? Ja, genau. Was ist denn die Frage, die Ihnen am meisten gestellt wird? Ja. Finde ich auch mal blöd. Also die Frage, die mir am meisten gestellt wird, und ist, über wie geht's? Die ich am wenigsten reden möchte, ist immer, nervt es dich eigentlich? Nervt es dich eigentlich? Dass die Leute dich auf der Straße erkennen? Das ging eigentlich bisher. Auf dem Weg hierhin sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen. Ja, eigentlich ja, aber ich war auch verkleidet mit Sonnenbrille. Ja, okay, aber so. Und mit Zweitfrisur. Zweitfrisur. Hast du da so ein Avatar, so ein Ding drin? Genau. Hast du es gesehen? So, hast du Avatar eigentlich gesehen? Ich bin nicht dran. Oh Gott, ich hab die Erleuchtung. Ah, jetzt auf einmal bin ich ein guter Schauspieler, mein Gott. Kurz mal jetzt nicht mehr. Zack. So. Nee, aber gut. Ich werde eigentlich. Also ich gehöre noch zu den Leuten, die. Da sie in Berlin-Neukölln leben, auch dementsprechend viel unter das Normalvolk kommen. Ja, das. Und auf dem Hermannplatz kann man mich so manchmal treffen. Außer wenn. Fahre ich viel auf Marathon ist. Außer wenn Marathon ist, ja. Und ich fahre auch viel U-Bahn, dann treffe ich immer viele Leute und spreche mich eigentlich täglich Leute an. Du bist wirklich
auf dem Boden geblieben. Oder wie heißt das? In den Boden gewachsen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir. Liebste, ich muss aufpassen, dass ich nicht voll schmier mit irgendwas. Ja, es ist wirklich schon vorbei, die Zeit. Und trotzdem, wenn den Leuten das gefällt, dann können wir einfach das nochmal machen. Mach es einfach nochmal. Ja, einfach und Nils Buckelberg wird nächste Woche auch mit dir schlürfen, aber das ist eine andere Geschichte. Also bis dann, ihr Lieben, schaut wieder rein beim nächsten Mal, wenn es heißt, Stefan schlürft mich schon mit, heute mit Pega Feridoni. Yeah. Ich könnte auch einfach...